Dann heiße ich nochmal alle ganz herzlich willkommen zum Seminar, nennen wir es mal so, Kurzseminar, heute und morgen über Johannes von Kreuz. Die Idee, also es war ein Vorschlag von Schwester Elisabeth, also vom OCDS, auch dieses Thema Johannes von Kreuz mal zu nehmen für dieses Jahr, also für dieses Seminar, das immer um drei Könige herum stattfindet, mit der Betonung, glaube ich, war es so ein wenig den Aufstieg auf den Berg Karmel. Das ist ein Werk von ihm, eins von den dickeren Büchern, die er geschrieben hat. Also, alle willkommen. Sie werden merken, die meisten sind mit dem OCDS, also mit dem Säkularorden verbunden, wenn nicht alle ganz, aber jenen, die es nicht sind, aber ich sehe vielleicht an einem paar, nochmal ganz herzlich willkommen, dass Sie nicht glauben, es ist ausschließlich eben für OCDS, sondern es ist für alle eine Art Fortbildung. Wir haben jetzt ein ganzes Jahr über Teresa nachgedacht, besonders zumindest über Teresa. Und jetzt ist schon die Zeit, mal was anderes auch anzuschauen, beziehungsweise den anderen Großen, unseren Vater, also Teresa ist für die Karmeliten die Mutter gewissermaßen, und dazu am Pendant ist der Johannes von Kreuz. Die werden meistens auch zusammen genannt, wenn es um die Gründer, um die Bezugspersonen unseres Ordens geht. Teresa und Johannes. Tatsächlich hat Johannes wesentlich mitgetan und mitgewirkt bei der Gründung der ersten Klöster der unbeschuhten Karmeliten und bei einigen Karmelitinnenklöstern auch. Also die waren ab einem gewissen Zeitpunkt zumindest eng verbunden, auch im konkreten Vollzug der Reform. Gut, zuerst nur etwas Organisatorisches. Sie haben diese Texte bekommen. Das ist ein Versuch von mir, eben einige Texte zusammen zu fassen, zu legen, die wir in diesen Tagen anschauen werden. Also die Werke des Johannes von Kreuz sind ziemlich umfangreich, nicht übermäßig groß, aber doch ziemlich dicht. Es ist nicht so leicht, eine Auswahl zu treffen. Aber wir werden einige Texte aus dem Heft gemeinsam anschauen auch. Ansonsten gibt es draußen zwei Büchertische. Die Bücher da auf dem einen Tisch sind eher die moderneren, die wir im Verlag haben, die meisten. Sind also zum Verkauf, also zum Hineinblättern oder zum Kaufen. Die anderen sind aus unserer Bibliothek, sind eher ältere. Bitte nicht mit nach Hause nehmen, sondern hier lassen. Aber für diese Tage stehen sie zur Verfügung zum Anschauen. Ich weiß nicht, inwieweit sie auch in der OCDS-Bibliothek vielleicht auszuleihen sind oder so, aber vielleicht für diese Tage auf alle Fälle zum Anschauen. Johannes von Kreuz hat nämlich nicht gerade im deutschsprachigen Raum, aber besonders im spanischen Raum einen sehr großen Namen. Vergleichbar mit Teresa. Hat auch sehr viele Publikationen hervorgerufen. Seine Gestalt gilt als Patron der Dichter in Spanien sogar. Also hat einen hohen Stellenwert. Er hat kaum 1000 Verse geschrieben. Das ist nicht viel eigentlich als Dichter. Und trotzdem gilt er, was die Dichtung angeht, besonders als Erneuerer, also als wichtige Gestalt der spanischen Literatur, unabhängig jetzt christlicher oder mystischer Literatur. Im deutschsprachigen Raum gibt einiges auch über ihn, und da wären wir eigentlich gleich beim Thema. Im Grunde, Johannes von Kreuz wird sehr oft, oder relativ oft, sehr oft ist vielleicht übertrieben, in Anspruch genommen oder verwendet, besser gesagt, bei Meditationsbüchern, bei Büchern, die vielleicht gar nicht so mehr christlich sind, aber über Meditationstechniken und Kontemplation im Allgemeinen schreiben,
Da wird Johannes von Kreuz oft zitiert, meist nur kurz, weil es bei ihm auch ohne Christus oder ohne den Glauben nicht wirklich geht. Zumindest das ist nicht sein Fokus. Wird aber viel mehr als Theresa verwendet dafür. Wenn Sie jetzt einige Bücher über Zen oder christliches Zen oder Williges Jäger zum Beispiel, wenn er über seine Art spricht, nimmt oft Johannes von Kreuz zur Hilfe. Also schmückt sich mit fremden Federn sozusagen. Aber bei diesen zwei Tischen wollte ich nur sagen, dieses eine, kennen Sie vielleicht, das war diese Zitatensammlung von Theresa, Tag für Tag. Das ist jetzt zur freien Entnahme, weil das Jahr vorbei ist. Also es war für 2015, trotzdem glaube ich, als Zitatensammlung, auch wenn jetzt die Evangelienstellen nicht mehr stimmen, ist gut brauchbar. Also jeden Tag ein Zitat der großen Theresa zu haben. Und noch bevor ich wirklich beginne, für heute Abend, wie die Gestaltung ist. Wir haben diesmal die Messe, also die Zeit für die Messe eingebaut und für die Vesper vorher, 17.15 Uhr. Und dann nach der Heiligen Messe wird das Abendessen sein und dann danach wieder eine kurze Einheit hier. Also das Ende des Tages inklusive Abendarbeit ist so circa 8:30. So ist es geplant. Und morgen beginnt die Arbeit hier wieder um 9.15 Uhr. Für jene, die hier übernachten, natürlich gibt es die Möglichkeit, um 8 Uhr mit uns die Laudes zu beten und dann zu frühstücken. Aber sonst ist der Beginn wieder um 9.15 Uhr. Und sonst, was Abendessen, Mittagessen angeht, ich glaube, Frau Barmer hat es schon alles geklärt, ja. Gut, dann über Johannes von Kreuz und über den Aufstieg besonders. Sie sehen, das Buch ist das, eine neue Übersetzung von Pater Ulrich und Schwester Elisabeth aus Deutschland, in den letzten Jahren herausgekommen. Ich muss sagen, ich tue mir immer ein wenig schwer, wenn ich über Johannes von Kreuz reden muss. Schwer ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist recht unterschiedlich, mehr als, glaube ich, wenn man über Therese von Lisieux spricht oder Teresa von Avila, zu sehen, wie viel die einzelnen Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen an Wissen und welches Bild von ihm auch in den verschiedenen Köpfen so wirkt. Deshalb werde ich vielleicht einiges ansprechen, was sie überhaupt nicht betrifft und vielleicht doch. Also Johannes von Kreuz kann so vielfältig schreiben, würde ich mal sagen. Also es gibt so Gedichte von ihm, die Beziehung, die Liebe zu Gott, zwischen Gott und der Seele beschreiben, die sehr ja, gefühlsvoll sind, die richtige Bilder sind, malerisch und sehr romantisch, fast schwärmerisch, würde ich mal sagen, oder zum auf alle Fälle, ja, da spürt man so diese Liebe richtig. Ein typisches Beispiel ist einfach das geistliche Gesang, den ich Ihnen abgedruckt habe auf Seite. Gute Frage, steht nicht die Seite, nein. Aber die letzten Seiten ist ein längeres Gedicht, das gut vergleichbar ist mit dem Hohen Lied der Liebe in der Bibel. Also da sucht der Bräutigam die Menschenseele, also die Braut, und um die Braut sucht den Bräutigam. Da denkt man wirklich bei solchen Bildern, bei solchen Aussprüchen, dass dieser Dichter
gar nicht so trocken schreiben könnte, wie er doch tut auch. Ja? Also die Kommentare zu diesem Gedicht zum Beispiel und verschiedene Aussprüche von ihm zeigen eher ja, eine trockene im Sinne von nüchterne Radikalität. Sogar Aussprüche, die, wenn man sie alleine betrachtet, eher hart klingen. Ja? Also das ist der, der dieses Gedicht schreibt, ist derselbe, das ist natürlich sehr wichtig, die dann schreibt, habe ich auch hier geschrieben, also abgedruckt, wenn Sie alles erreichen wollen, sollen Sie nichts erreichen wollen. Oder wenn Sie merken, dass Ihre Worte nicht, also Ihr Mund nicht das sagt, was Sie näher zu Gott bringt, dann ist es besser, wenn Sie schweigen. Und zwar sehr direkte, radikale Empfehlungen. Und besser ist eben, wenn die Seele sich abtötet, in dem Sinne, dass sie sich entblößt von jedem Begehren, von jeder ungeordneten Begierde. Aber das sind wir schon in der Deutung, ungeordneten Begierde. Wenn Sie einige Sprüche sehen, dann die einzelnen Sätze klingen nicht so differenziert. Das tun wir eher moderne Menschen. Er sagt einfach nichts, nichts. Das ist der Weg zum Alles. Ja. Wir werden natürlich im Detail darauf eingehen. So, dass Johannes von Kreuz auch diesen Ruf hat, der zum Teil natürlich nur, zum Teil ungerecht ist, für Rigorismus, für Disziplin, für strenge Aszese zuständig zu sein. Ja. Mir ist es in meinem Leben, auch als Karmelit, relativ oft passiert, dass Menschen gesagt haben, ja, Therese von Lisieux sowieso, ja, also Therese von Avila, ja, die große Mystikerin ist ja, mit Johannes von Kreuz, er ist mir zu streng oder zu schwierig. Ja, beides am besten zusammen. Und Tatsache ist schon, dass sich die Beschäftigung mit den Werken von ihm auch eine Mühe kostet. Das ist, braucht man nicht leugnen. Ja. Will man das Gesamte anschauen. Dazu muss man sagen, dass man oft mit dem falschen Buch beginnt. Ich empfehle zumindest eher den geistlichen Gesang oder die Liebesflamme zu nehmen als Einstieg in seine Spiritualität, weil dort eher diese Liebende, das Ziel des Weges beschrieben wird von ihm. Ja. Das Ziel der Gotteinung. Und das ist eine einfach sehr schöne und auch anziehende Darstellung. Das Höchste, so das Ziel eben im menschlichen Leben. Der Aufstieg auf den Berg Karmel ist vielleicht von der Zeit her der erste Buch auf diesem Weg zum Ziel, aber ich würde es niemandem empfehlen, als damit er den Johannes von Kreuz lieben lernt, sage ich so mal. Ja. Weil es eben diese ersten Schritte betrifft und auch durchaus die Askese, die dazugehört. Also Theresa würde, glaube ich, auch in ihren Werken geht sie auch meistens so, dass sie zuerst das Ziel, so ein bisschen Werbung dafür macht, also schmackhaft macht, erzählt, worum es geht schließlich. Und dann kommen die Anforderungen natürlich. Johannes hat auch leider im Laufe der Jahrhunderten, und ich werde am Anfang auch über das Leben was erzählen, besonders durch die historische Entwicklung im Orden, ein bisschen eine Rolle übernommen, also nach seinem Tod unbewusst, eben für die Strenge. Ja. Also wir werden sehen, im Orden gab es sehr bald eine Entwicklung, die den Orden, der allgemeinen Vorstellung von Reform in Spanien damals angepasst hat und daher
die Strenge und den Rigorismus sehr hoch gehalten haben. Und deshalb hat man von Johannes besonders diesen Teil hervorgehoben. Und das bleibt ihm wenig an, also haften. Heutzutage vielleicht, sage ich ein bisschen frech, geht man den anderen Weg, sodass man die Aszese ganz vergisst und nur eben von den Liebesgefühlen spricht, der Gotteinung. Aber das ist auch kulturell bedingt wahrscheinlich. Heute und morgen möchte ich Ihnen ein bisschen Gesamtbild vermitteln von seiner Spiritualität, von seinem Gottesbild, Menschenbild. Und nachdem ich die Biografie erzählt habe, die auch sehr wichtig ist, glaube ich, für seine Spiritualität, auf einige wichtigen Themen eingehen. Ja, das ist so das Programm für diese 2 Tage. Und dann die Beschäftigung mit einigen Texten von ihm. Und da, wie immer, ermutige ich Sie, die Texte wirklich auf Sie wirken zu lassen. Und sollte es sein, dass Sie sperrig sind, wie alle Texte könnte das sein, dass Sie das auch ernst nehmen und vielleicht ansprechen. Wir werden auch Gruppen oder gemeinsam das besprechen. Ja. Aber gut, ich kenne Sie alle. Sie sagen schon, wenn etwas nicht verständlich ist oder nicht ganz nachvollziehbar ist. Ja, bevor wir auf die Texte eingehen, würde ich gerne eben die Biografie nacherzählen. Ja. Um ein wenig den Kontext zu klären. Jetzt haben wir gesehen, er ist, manches wird Ihnen bekannt sein, manches nicht. Es muss da ein bisschen einen Mittelweg gehen. Natürlich, es lebt er zur selben Zeit wie Teresa, aber doch um 30 Jahre älter. Also er ist um 30 Jahre jünger als sie. Ja, Sie werden sie auch so kennenlernen, er ist 25, sie ist über 50 schon, also ist ein deutlicher Altersunterschied. Und Gott sei Dank in den letzten, glaub, 30 Jahren, kann man sagen, sind die Kenntnisse, die historischen Kenntnisse über sein Leben auch sehr gewachsen. Er wurde, so wie alle Heilige, wie Teresa auch, auch in der Familiengeschichte etwas idealisiert und etwas angepasst, ja, so der Vorstellung. So wie Teresa auf einmal eine große Adelige geworden ist, in der Geschichtsschreibung des Ordens oder der Kirche oder überhaupt in Spanien, das war eher ein nationales Anliegen, dass die große Teresa auch adelig ist. Sie war es nicht, oder es war ein niederer Adel und so weiter. So ist es auch bei Johannes von Kreuz. Es entstand später die Vorstellung, er wäre auch adelig und aber verarmt durch die Heirat des Vaters. Das stimmt nur zum Teil. Also der Vater Gonzalo ist nicht adelig, hat aber in seiner Familie sehr wohl auch wohlhabende Leute. Das stimmt. Viele waren Kanoniker im Dom und so weiter, also irgendwie hochstehende Persönlichkeiten, aber jetzt nicht die große Familie. Also der Vater selbst war schon vielleicht kleinbürgerlich, würde man heute sagen. Also nicht einmal hochgestellt. Was stimmt allerdings, dass es der Familie noch schlimmer ging, als er die Mutter kennenlernt, also die Catalina, und sie heiratet. Sie ist nämlich aus jüdischer Abstammung und ein Waisenkind, also auch für den Gonzalo, für die Familie, doch etwas in dem damaligen Spanien, wo das so wichtig war, unpassend. Also es ist Tatsache, dass Gonzalo und Catalina, die Eltern, dann am Rande der Armut leben müssen. Die werden beide Weber sein, also arbeiten als Weber.
Johannes wird 1542 geboren. Ja. Wir haben gerade 1515 gefeiert von Teresa, also 27 Jahre danach. Wobei beim Johannes wissen wir nicht einmal den Tag richtig. Gell? In Fontiveros. Fontiveros ist ein kleiner Dorf, damals wie heute, wirklich ein armer Ort, wo beide eben versuchen, durch Weben ihr Leben zu verdienen. Und dort werden die drei Kinder geboren. Francisco ist der Erste. Mit diesem Bruder wird Johannes eine sehr starke Beziehung haben, wird auch wichtig sein für sein Leben, also auch später meine ich, und auch eine Art Vorbild. 1530 wird er geboren, das heißt 12 Jahre älter ist er. Dann der Luis auf Spanisch, und Juan, dann schließlich 42. Vom Bruder Luis wissen wir nicht einmal das Jahr. Ja. Ich betone, es sind Details, die jetzt man sich nicht merken soll, natürlich, um zu zeigen, dass wirklich einfache Verhältnisse. Ja. Also, und noch dazu, bald nach der Geburt stirbt der Vater, der schon krank war. Also Juan war 2 Jahre alt, circa. Und ab dem Zeitpunkt wird die schwierige finanzielle Lage wirklich zu Armut. Also Catalina ist alleine mit 3 Kindern, muss schauen, wie sie den ganzen Haushalt schafft, wird auch versuchen, bei den reicheren Verwandten vom Vater jetzt so anzuklopfen, um Unterstützung zu bekommen, wird nicht viel erreichen. Noch zusätzlich an Schwierigkeiten oder an Tragik. 1548, da ist Juan 6 Jahre alt circa, stirbt der mittlere Bruder, Luis, an Unterernährung, an Not, ja, an Armut. Übrigens, das muss ich sagen, eine Vermutung für den Geburtstag von Juan ist einfach der Brauch damals, dass man den Namen des Patrons des Tages gegeben hat. Deshalb kommt in Frage 27. Evangelist oder 24.6. Baptist, Johannes Baptist. Das waren nur Vermutungen, in Klammern gesagt. Das weiß man einfach nicht. Warum erzähle ich auch diese Seite des Lebens von Juan? Weil wir davon ausgehen müssen, dass diese Art des Lebens auch, die wirklich am Rande vom Elend war, das soll man schon dramatisch auch sehen, anders als Teresa. Teresa war doch in einer wohlhabenden, mittleren Schicht aufgewachsen. Er kennt die Armut. Er weiß, was das ist. Natürlich den Schmerz auch des Verlustes des Bruders. Die Mutter ist am Rande der Verzweiflung. Es gibt einige Aufzeichnungen, aber ganz wenig, muss man ehrlich sagen. Und geht, glaube ich, 10 Kilometer weiter oder 20 zum nächsten Dorf, Übersiedlung nach Arevalo eigentlich. Dort heiratet Francisco, der ältere Bruder. Und jetzt sind sie zu viert wieder. Die Mutter, der Bruder mit der Frau und Juan. Nach ein paar Jahren, 51, übersiedeln sie auch aus Not, weil es schwierig ist, genug zu verdienen. Diese Arbeit als Weber wird schlecht bezahlt. Jetzt hilft natürlich Francisco mit, aber es reicht einfach nicht, um 4 Leute zu ernähren. Übrigens, Francisco auch, eine tragische Geschichte. Wir werden, glaube ich, 9 oder 8 Kinder haben. Alle sterben im Kindesalter.
und Bruder, ja, die Kinder. Also Übersiedlung nach Medina del Campo ist auch nicht sehr weit, es ist ziemlich alles in der Gegend, kann man so salopp sagen, in Kastilien. Fontiveros ist nämlich nicht weit von Avila, zwischen Avila und Salamanca. Meine jene, die waren bei der Reise letztes Jahr, wir sind vorbeigefahren am Fontiveros, haben wir diese Statue, die gibt es von Johannes von Kreuzes als Erinnerung, und über sein Geburtshaus gibt es eine Kapelle, also eine Kirche jetzt. Das Dorf bleibt aber wie ein Dorf, ganz klein. Ja, ja, größere Stadt, lebendiger. Bis jetzt waren ganz kleine Dörfer, wo er gelebt hat. Medina del Campo ist eine lebendige auch Handelsstadt, und er kommt in eine Schule für arme Kinder, ja, in einer Art Kolleg, und darf dort zur Schule gehen. Und diese Schüler müssen auch ein Handwerk lernen. Er bekommt Unterricht in Schnitzen auch, ja. Man spricht bei ihm schon von einer künstlerischen Ader, auch später zumindest. Hier aber bei dieser Handwerkerausbildung hat er keinen Erfolg. Also er bleibt nicht beim Handwerk, aber die Fähigkeit wird ihm bleiben. Also von später wissen wir, dass er gerne geschnitzt hat, auch, also irgendwie hat er es können auch. Ja, dann spätere Entwicklung geht eben in eine andere Richtung bei Johannes. Er arbeitet in einem Spital mit 16 Jahren, so als Laufburschen, oder er geht herum, um zu betteln, um Spenden zu sammeln. Ja, das ist wieder ein Spital für arme Leute. Ja, Sie sehen, ich hoffe, ich vermittle es, jetzt eine Nähe durch die Erfahrung einfach zur Armut, zum Fehlen von etwas. Ja? Also er lebt nicht im Üppigen, sondern dort, wo es Mangel herrscht. Und in diesem Spital gibt es den Chef, der sein Gönner sein wird, der Antonio Alvarez de Toledo, der ihm sehr wohlgesonnen ist. Und zwar erkennt er, dass der Juan offensichtlich gute intellektuelle Fähigkeiten hat. Und lässt ihn, was wirklich nicht selbstverständlich war, während der Arbeit, also gibt ihm einige Stunden frei, damit er bei den Jesuiten lernen kann. Ja, und das ist etwas, was ihn prägen wird in Medina del Campo und gleichzeitig ihm auch eine sehr gute Ausbildung vermitteln wird für die Zeit. Das war ein großes Entgegenkommen von diesem Leiter des Spitals. Und man weiß, dass in Medina del Campo in diesen Jahren kulturell sehr viel los war. Also sehr für Spanien, jetzt auch für Europa kann man sagen, wichtige Persönlichkeiten spazieren gegangen sind, an der Uni oder an den Schulen. Also war sehr, sehr lebendig das Umfeld. Wir werden bei Johannes sehr wohl auch diese gute Ausbildung merken in den Werken. Ja. Später dann, wenn er im Orden ist und die Theologie lernt und so, noch mehr. Aber es gibt viele Studien, die versuchen, natürlich, so ist eine Vermutung, Parallelen zwischen seiner Poesie und den Gedichten von anderen Dichtern der Zeit. Auf alle Fälle hat er, kann man sagen, von der Seite Glück, in der Zeit in Medina del Campo auch Zeit zum Studium zu haben. Der Bruder zum Beispiel wird nie schreiben und lesen lernen, ja? Der Ältere. Ja, dann kommt es einfach sozusagen
dass er 63 mit 20 Jahren dann in den Karmel eintritt. In Medina del Campo gab es ein Kloster von Karmeliten. Damals gab es keinen Unterschied, das waren die Karmeliten. Gegründet war das Kloster erst 1560, also 3 Jahre vorher. Auf das möchte ich hinweisen, weil, also wenn ich sowas noch einmal mir bewusst mache, ist es immer überraschend, wie schnell dort die Dinge gegangen sind. Also das ist schlecht ausgedrückt, vielleicht. Vielleicht gerade dadurch, dass das Leben etwas konzentrierter war und nicht so hektisch wie bei uns, waren 3 Jahre damals schon viel, viel Zeit. Vielleicht so würde ich es besser sagen. Wir werden im Leben dann später sehen von Johannes, dass alle 2 Jahre wichtige Veränderungen wären, fast jedes Jahr, dass er eine Ausbildung in 2 Jahren gemacht hat und dann gleich Rektor geworden ist. Also das, die Dinge, so hoffe ich, oder so stelle ich es mir vor, tiefer waren oder eben nicht so oberflächlich. Und da haben sie auch weniger Zeit gebraucht, also intensiver waren. Auf alle Fälle, gut, das sind meine Überlegungen, wird Karmelit und heißt jetzt Johannes vom heiligen Matthias. Und das ist der erste Name, den er bekommt im Konvent der heiligen Anna. Und natürlich, da kann man sich schon fragen, wenn man will, warum gerade Karmelit? Das wissen wir natürlich nicht, also da gibt es keine Aufzeichnungen. In Medina del Campo waren so ziemlich alle, also viele, also Jesuiten, Trinitarier, Franziskaner auch, aber auch die Promonstratenser, Dominikaner, ja. Also wissen wir nicht ganz genau. Vermutungen gibt es, die sich auf Aufzeichnungen stützen, die aber jetzt also nicht hundertprozentig sind. Es sind Vermutungen, dass für ihn die Marienverehrung sehr wichtig war, also die im Karmel immer so eine besondere Rolle eingenommen hat. Und auch das Schweigen. Das Schweigen, das für ihn auch durchwegs durch die Spiritualität ein roter Faden ist und eine große Bedeutung hat. So glaubt man, also eindeutig wird es später noch mehr, dass er die Zurückgezogenheit und besonders auch die Einsamkeit sehr geschätzt hat, beziehungsweise gesucht hat. Aber im Grunde sind das Vermutungen, ja, muss man auch ehrlich dazu sagen. Also er ist noch 20 Jahre alt. Vielleicht um das Umfeld nochmal zu klären, solche Reformen, also 63, das heißt, Teresa hat schon San José gegründet, das erste Kloster, es ist 62 passiert, ein Jahr nach der Reform, nach dem ersten Kloster der Theresianischen Reform, tritt er erst ein in den Karmel. Und das ist eine Zeit, wo der Orden unabhängig von der Reform in einer Krise steckt. Deshalb hat die Reform wahrscheinlich auch so viel Erfolg. Also der Orden der Karmeliten, wie mehrere anderen Orden, durchlebt eine gewisse Zeit, eine Zeit von gewisser Unordnung. Ja. Karl I., der Kaiser, hatte sogar vor, die 2 Provinzen der Karmeliten aufzulösen in Spanien, weil es ein bisschen drunter drüber war. Dann gab es einen General, der sich eingesetzt hat, der ein wenig Ordnung eingebracht hat. Also, es war ein ziemliches, gute Idee. Am Nachmittag besonders wichtig. Also der Pater Rubeo Rossi, der für Teresa auch so wichtig ist, der 67 zum General gewählt wird,
hat vor sich oder unter sich oder vor sich ein Orden in der Krise. Nicht wegen der Reform, sondern überhaupt. Und in dieser Zeit tritt Johannes von Kreuz ein. 63. Ja. Gut, wer weiß, was er da mitbekommen hat in der Zeit, aber das war die Situation. Er geht bald, also unser Novize kann nur staunen, weil er, der Johannes von Kreuz, gleich kaum ein Jahr nach dem Eintritt schon nach Salamanca geschickt wurde zum Studium. Damals war die Postulatzeit und so weiter nicht so lang. Und Salamanca ist noch lebendiger, noch wirklich belebender als Medina del Campo. Das sind wirklich ganz große Persönlichkeiten an der Uni. Also Medina del Campo war schon im Vergleich zu den Dörfern was Aktives, Kulturelles. Aber Salamanca ist da wirklich fast das Zentrum Spaniens, was die Uni angeht, was die Professoren angeht. Der ist relativ bekannt, der Fray Luis de León, der so einer der größten Dichter Spaniens war, hat dort doziert. Gut. Das nur in Klammern gesagt, aber da zu sagen, die 4 Jahre, die er in Salamanca verbringt, sind eine solide, aber auch anregende Ausbildung, die er bekommt. Er schreibt, also man hat wirklich verglichen auch mit Luis de León, was er schreibt. Da kann man feststellen, dass Johannes von Kreuz sich weniger vom Humanismus beeinflussen lässt. Es ist die Zeit, 1560, 70, dieses große Interesse für all das, was so Humanwissenschaften und Kultur ist. Und also Johannes von Kreuz hat schon damals als Student eine Geradlinigkeit, die man sogar kritisieren könnte. Ja? Das ist seine Art. Wirklich, sein Interesse gilt der, jetzt im weitesten Sinne der Kontemplation, also wirklich diese Ausrichtung, diese Hinzielen auf Gott. Er wird auch eine Art Diplomarbeit, sagen wir mal so, schreiben, die leider nicht überliefert ist. Kontemplation jetzt meint nicht nur jetzt eine Technik, sondern mehr diese kontemplative Lebensweise, diese, von großen kulturellen Ausschweifungen im Positiven werden wir bei Johannes keine finden. Ja. Er redet über das, was ihn interessiert. Gut, 68, Ende des Studiums. Jetzt kommt bald auch die Zeit, wo er mit Teresa in Kontakt kommt. Noch einmal, die Reform hat schon längst begonnen. 78, also 62 war die erste Gründung von Teresa. Und jetzt sind wir in den Jahren 67, 68. Ich mache es diesmal ein wenig detailliert, weil zu meiner Rechtfertigung jetzt. Erstens glaube ich, dass das Leben immer auch mit der eigenen Spiritualität was zu tun hat, dass man die zwei Dinge selten oder kaum voneinander loskoppeln kann. Andererseits auch, weil wir im OCDS sehr oft von Johannes von Kreuz reden, der Arme war 9 Monate eingesperrt und so weiter. Aber dann wissen wir selten, aber auch wir Mitbrüder, noch einmal genau, wie ist das gelaufen? Ja. Also, wie das gekommen ist.
dass er dann schließlich ins Gefängnis gekommen ist. Gut, also 68, er ist 25, 26. In der Zeit kommt die Reform der Theresa in einen gewissen Schwung hinein. Ja? Der neue General, dieser Rubeo, oder Rossi kann man sagen auch, Johannes Baptist Rossi, besucht Spanien, also besucht Salamanca gerade und besucht auch Teresa von Ávila in San José, in Ávila, in diesem ersten reformierten Kloster der unbeschuhten Karmelitinnen. Und das ist der General, der begeistert sein wird von der Reform Teresas. Also es wird derjenige sein, der ihr sagt, na bitte Teresa, gründe und gründe auch für Männer. Ja? Also sie bekommt ein Erlaubnis, fast einen Auftrag eigentlich, mit diesen Gründungen weiterzumachen. 67 gründet Teresa in Medina del Campo und da eben bekommt sie die Erlaubnis für die Gründung von Männerklöstern. Und da gibt es eben die Begegnung, weil in August Johannes von Kreuz nach Medina kommt, Medina del Campo, wo er früher war als Kind, um dort Messe zu feiern im Karmel, bei den Brüdern. Und dort im September, Oktober gibt es die Begegnung zwischen Teresa und Johannes. Teresa wollte ihn kennenlernen, hat ihn zu sich gebeten sozusagen. Ja. Johannes hatte, muss ich vielleicht in Klammern sagen, schon in jungen Jahren eine gewisse Ausstrahlung offensichtlich. Auch durch seine Radikalität, aber auch durch seine, durch seine Art wurde er sehr geschätzt. Ja, im Ruf der Heiligkeit, sagt man so schön, ja. Obwohl er erst 25 war. Deshalb war damals die Lebenszeiten sind kürzer, ist alles intensiver. Und da gibt es die Begegnung von Teresa und Johannes. Und Johannes eröffnet ihr den Wunsch, eigentlich den Orden zu verlassen. Ja. Sein Wunsch nach mehr Zurückgezogenheit, nach mehr, vielleicht kann man sagen, Strenge, sehr wohl, dieses Wort ist kein Schimpfwort, ja. Nach mehr Radikalität, nach mehr Schweigen und denkt daran, Kartäuser zu werden. Kartäuser sind die klausuriert, so ähnlich wie die Schwestern bei den Karmeliten und so weiter. Teresa schreibt eigentlich über diese Begegnung und muss sich anstrengen, aber schließlich wird sie sehr erfolgreich, wie so oft bei ihr, muss sich anstrengen, um ihn zu überzeugen. Und zwar, das Angebot der Teresa an den Johannes war, verlass doch nicht den Orden, das, was du willst, kannst du im Orden auch haben. Mach damit, bei meiner Reform, ja, hilf mir, auch die Brüder zu reformieren. Also ich glaube gar nicht, dass Teresa das Wort reformieren verwendet, aber auf alle Fälle diesen Weg bei den Brüdern zu verbreiten. Und so gewinnt sie ihn als Begleiter und als Helfer. Teresa selbst schreibt, dass sie ihn gleich lieb gewonnen hatte oder seinen Wert sozusagen erkannt hatte. Und seitdem ist eine ganz enge Beziehung, ja, und eine sehr hohe Wertschätzung. Sie ist 52 und er ist 25 und das Witzige wird sein, dass sie ihn immer mein Vater nennt, mein geistlicher Vater, und er ab und zu meine liebste Tochter. Ja? So dass einige Schwestern das auch in einem Brief geschrieben haben, ja, passt es überhaupt? Und da hat Teresa sehr schön geantwortet, ja, weil er ist mein geistlicher Vater. Also wirklich so eine
Beziehung, auch im Geistlichen, wo sie bei ihm eine sehr große Tiefe erkannte. Ja. Beziehungsweise muss man sagen, sage ich gleich jetzt, aber es kommt später noch mehr zum Tragen, er muss wirklich sehr begnadet gewesen sein in der Begleitung, in der Seelenführung, ja, hat man früher so gesagt. Sehr scharfe Gabe der Unterscheidung der Geister und auch eine sehr gute Art, auch Korrekturen anzubringen. Also wird in höchsten Tönen gelobt und dann auch tatsächlich wird er ganze Klöster begleiten, sehr viele holen ihn für Begleitung eben. Gut, diese Begegnung ist entscheidend, denn Johannes bleibt im Orden und schließt sich Teresa an. Mit 25 ist er mit der Ausbildung fertig, kann man so sagen. Und noch einmal eine an sich gute Ausbildung in Salamanca, die einen Höchststand der Zeit war. Also ist keine periphere Universität, sondern Salamanca ist dort, wo damals in Spanien wirklich das Beste geboten wurde. Und diese Ausbildung prägt ihn eindeutig dann in den Schriften, die er verfasst. Ja, jetzt geht es weiter. Es gibt diese schöne Stelle in den Gründungen der Teresa. Johannes begleitet sie jetzt zur Gründung nach Valladolid. Und weil dort die Klausur noch nicht errichtet ist, darf er mitleben. Und Teresa schreibt, ich habe die Gelegenheit genutzt, um ihn zu unterrichten, wie meine Lebensform ist, also wie wir miteinander leben. Mit den Schwestern. Also er bekommt Unterricht sozusagen von Teresa vor Ort. Wie stelle ich mir das Klosterleben, das geistliche Leben vor unter den Schwestern? Und so, oder aus diesem Geist heraus, soll es auch bei den Brüdern verwirklichen. Und gleich 68, Sie sehen alles, also 67 in September, Oktober, lernen sie sich kennen. Und kaum, also ein Jahr später, im November 68, ist die erste Gründung in Duruelo. Das ist unser erstes Kloster der unbeschuhten Karmeliten. Da wird nicht lange herumgeredet, er wird gleich gegründet. Er mit zwei Brüdern, ein Priester und ein Laienbruder. Duruelo gibt es noch als Ort, ist wirklich winzig. Entschuldigung. Sehr wenig Bewohner, sehr arm. Die Brüder dort verschaffen sich das Essen praktisch selbst. Die gehen noch wirklich barfuß. Ja, ich werde auch manchmal gefragt, das mit unbeschuht, ob es, ja, damals wirklich auch ohne Sandale. Aber von Anfang an mit Apostolat, ja, jetzt ist auch zur Klärung, die predigen, die gehen in die benachbarten Dörfer, weil die Bildung, die katholische, die Glaubensbildung sehr, sehr niedrig ist. Ja, das sehen sie als Auftrag. So, dass sie den ganzen Tag unterwegs sind, auch für diese Arbeit. Anderthalb Jahre später, wir sehen, es ist ein Umzug des ganzen Klosters, waren nur drei Brüder, natürlich in einem ganz einfachen Haus, glauben Sie, das hat nichts mit sowas zu tun. Ja? Das war, glaube ich, ein ziemlich kaputtes Haus mit einem größeren Zimmer als Kapelle, dann eine gemeinsame, eine Wohnung, würden wir vielleicht heute sagen, nicht einmal. Sie ziehen in ein etwas besseres Haus, in Anführungsstrichen nach Mancera de Abajo, das ist aber nebenan. Und gleichzeitig werden in Pastrana, wo schon Karmelitinnen waren,
ist wieder ein Kloster gegründet. Da haben nämlich zwei Einsiedler schon gelebt und die schließen sich der Reform an und gründen mit Einverständnis von Johannes und von Teresa besonders eine Gemeinschaft von Unbeschuhten. Das ist Johannes vom Elend, heißt es, auch Juan de la Miseria, und Mariano vom Heiligen Benito. Na, Juan de la Miseria ist derjenige, der auch dieses Bild malen wird von Teresa. Das ist das einzige Bild, das jetzt zu Lebzeiten gemalt wurde, über das allerdings Teresa selbst nicht so froh war. Nicht so. Vielleicht war er kein so guter Maler oder vielleicht war Teresa in der Selbsterkenntnis doch nicht so vollkommen. Gut, ich erzähle Ihnen auch wirklich diese einzelnen Schritte. Erst einmal noch einmal zu sagen, wie schnell, so Schlag auf Schlag ging das Ganze, die Gründungen. Und dann Pastrana ist ein gutes Beispiel für die, ja, für die Vernünftigkeit von Johannes von Kreuz. Also diese Gründungen waren, glaube ich, so einfach können wir uns das gar nicht vorstellen, wie diese Gründungen waren. In ärmsten Dörfern und das Leben noch ärmer als die, die dort gelebt haben. Und für unser Verständnis natürlich etwas barock, in dem Sinne schon in Duruelo bei Johannes von Kreuz und so waren, hingen viele Kreuze, nicht nur eins, oder auch Schädel, zur Erinnerung an die Abtötung, an die Vergänglichkeit der Welt. In Pastrana, diese zwei Einsiedler haben es offensichtlich übertrieben und haben der Gemeinschaft, das waren noch ein paar, ganz ausgefallene Bußübungen auferlegt, so dass sogar Johannes von Kreuz dann eingreifen wird, wird auch auf Anraten von Teresa, so schau mal nach, was die für ein Ding, ein Zeug machen, geht er im 1570 und regelt das. Also er verbietet ihnen solche Übertreibungen zu machen. Also das ist wieder so ein Zeichen auch für den Sinn der Reform bei Teresa, die sicher für Radikalität und auch Disziplin war, aber nie in dieser Form wie bei anderen Reformen, wo das Motto galt, je strenger, umso besser, umso heiliger, ja, auf alle Fälle. Also er reformiert diese Reformierten, diese Einsiedler und bringt sie ein wenig zur Vernunft. Dann wird er nach Alcalá de Henares gebracht, also geschickt, als erster Rektor des Studentats dort. Ja, Sie sehen, 71, wie alt ist er da? Der ist 29. 29 ist schon der Leiter des Kollegs. Drei Jahre, nachdem er zur Reform gekommen ist. Also wirklich Schlag auf Schlag. Ja. Und da hat er bald, nach 3 Jahren, glaube ich, 30 Studenten. Also die Reform hat auch Zulauf. Alcalá ist auch eine große Unistadt, vielleicht Konkurrentin zu Salamanca, also ganz ähnlich in der Größe, in der Lebendigkeit. Und da fühlt er sich einfach wohl, offensichtlich, hat auch großen Erfolg, wird geschätzt als geistlichen Berater, auch von den Professoren. Also ist irgendwie auch in seinem Element von der Seite. Gleichzeitig schreibt er oft über seine Sehnsucht nach mehr Stille und Zurückgezogenheit. Ja. Aber auch von den Studenten wird er sehr, sehr geschätzt, da gibt es Zeugnisse.
Und 72 wieder wird er hingeschickt von Teresa zur Beruhigung eines Novizenmeisters, diesmal in Pastrana, also die Geschichte geht eigentlich so, wo er in Pastrana war und die Einsiedler, also die neuen Karmeliten beruhigt hat, hat er in einem Monat einen Novizenmeister ausgebildet. Ja? Also der soll jetzt vernünftig, ja, das ist so faszinierend, ja. Da braucht man nicht ein Magisterstudium oder eine 5 Jahre Ausbildung, um eine Tasse von hier nach hier zu bewegen, ja. Aus Not, aber nicht nur, ja. Allerdings in diesem Falle war es nicht so, weil dieser Novizenmeister dann irgendwie gesponnen hat oder auch in Richtung Rigorismus gegangen ist, also wirklich Sachen, was weiß ich, das gibt die aberwitzigsten, ja, irgendwelche Bußübungen extra, so zusätzlich, ja, das war so die Mentalität. Wenn ich noch mehr mache, dann komme ich noch schneller in den Himmel oder, naja, das ist eben nicht die Spiritualität der Teresa von Johannes vom Kreuz. Auch hier Teresa und Johannes, die sind in Kontakt durch Briefe, ne? Und Teresa sagt, ja, geh dorthin oder mach da. Also es ist ein Miteinander, das sehr, sehr schön ist. In diesen Jahren läuft's, ja, das kann man sagen. Das sind eh nur ein paar Jahre. Die erste Gründung der Männer war 68, das ist 72, das sind 4 Jahre. Das ist nichts eigentlich. Es sind schon 3 Klöster oder 4 gegründet worden. Ja, es gibt, also 72 bis zur großen Krise sind noch 5 Jahre. Aber sagen wir so, jetzt 72 holt ihn Teresa nach Avila. Der Arme war erst ein Jahr Rektor der Studenten in Alcalá. Ja? Nach einem Jahr muss er nach Avila als Beichtvater, als Berater der Kommunität der Menschwerdung. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn jetzt diese Namen Ihnen nicht so viel sagen. Hören Sie eher auf das, was geschieht, um sich vielleicht auch ein Bild zu machen davon, wie damals kirchliches Leben war. Oder so. Ja, das ist anders einfach. In Avila nämlich ist das diese Gegebenheit, dass 71 Teresa gezwungen wurde fast, also geholt wurde als Priorin des Klosters der Menschwerdung. Das Kloster der Menschwerdung ist das Kloster, wo sie überhaupt eingetreten ist und von dem, aus dem heraus sie die Reform gestartet hat, zur Abgrenzung, also zu diesem Kloster eigentlich, ja. Und von diesem Kloster, von dieser Gemeinschaft wurde sie hart kritisiert auch, weil sie was Neues gegründet hatte. Und das war 10 Jahre vorher. Jetzt wird sie zur Priorin ernannt von 130 Klosterschwestern, Klosterfrauen, ja, die sie eigentlich nicht wollten. Ja. Und dementsprechend ist der Anfang schwierig für sie. Sie holt Johannes vom Kreuz auch, um einen geistlichen Beistand zu haben, damit er Einfluss hat auf die Gemeinschaft und sie jetzt gut betreut. Also sie ist jetzt als reformierte Karmelitin Priorin von einer nicht reformierten Gemeinschaft und sie muss das tun im Gehorsam. Der Auftrag ist für Teresa, aber auch für Johannes, wieder Ordnung zu bringen. Das war eine ziemlich chaotische Situation. Und Tatsache ist, dass nach einer Weile zumindest Teresa die Autorität bekommen hat, wirklich menschlich, auch mit den Schwestern. Also dass die Schwestern sie auch langsam schätzen gelernt haben und respektiert haben, sodass schließlich der Auftrag auch gelungen ist. Ja. Etwas, was man sich kaum vorstellen kann. Und sicher hat Johannes von Kreuz auch dazu beigetragen, wegen dieser offensichtlichen Begabung in der Begleitung. Ja.
Also der Konvent blüht dann wieder auf, auch innerlich, sagen wir mal so, jetzt anzahlmäßig waren sie sowieso zahlreich, aber auch das innere Leben im Konvent ändert sich. Also beide haben offensichtlich diese Gabe durch ihre Gegenwart, aber natürlich auch durch ihre Gespräche, durch ihr Vorbild, durch ja, die auch etwas weiterzugeben. 130 Schwestern, das ist nicht leicht. Also nicht, weil sie Schwestern wären, 130 Männer wäre auch nicht leicht. Aber und dann muss man sich, also man kann wirklich, und es ist auch gemacht worden, so Romane draus machen, weil natürlich kommt dieser einfache, also in der Erscheinung sehr einfache Johannes vom Kreuz daher, offensichtlich privilegiert von der Theresa, von der Priorin. Sie lässt ihn und einen anderen Mitbruder in einem Nebenhaus der Klausur, ein Häuschen. Aber ordentliche Beichtväter der Schwestern waren die beschuhten Karmeliten in Avila. Ja? Jetzt kommt der daher und wird langsam mehr geschätzt als die anderen. Und die Schwestern hören auf ihn und so. Und tatsächlich entstehen da Konkurrenzen. 1575 dann, also 3 Jahre später, wird Teresa wieder nach San Jose befohlen, sagen wir so, gewählt, kann man sagen. Gut, Johannes von Kreuz bleibt also 2 Jahre circa, immer eine kurze Zeit, wenn sie in Avila als Beichtvater der Schwestern in der Menschwerdung. 74, 75 geht er mit Teresa nach Segovia zur Neugründung. Also wirklich jedes Jahr passiert ein großer Sprung, etwas Wesentliches. Eine Neugründung ist was. Und jetzt aber ist es schon so weit, dass diese Rivalitäten mit den Beschuten, ich nenne sie jetzt schon Beschuten, also mit dem eigentlichen Orden, wachsen. Ja. Und zwar, die Gründe sind vielfältig, natürlich in dem Fall war sicher Konkurrenz und waren auch kirchenpolitische Sachen, die eine Rolle spielten, die soll uns jetzt nicht so beschäftigen, also der König hat eher eine Richtung bevorzugt, der Papst die andere, und da ging es auch darum, wer hat dann das Sagen in Spanien, betraf auch nicht nur unseren Orden, sondern allgemein diese Reformorden. Bei uns eskalierte das aber schon gewaltig, obwohl am Anfang, noch einmal, die Teresa den Auftrag sogar bekommen hatte, diese Reformklöster zu gründen. Na, der General hat er gemeint, ja, bitte, das finde ich super, was du machst, mach's weiter. Und auch bei Männern. Das ändert sich mit einem neuen Nuntius, der heißt Sega jetzt, und mit dem neuen Vikar für Spanien. Die sind voll total dagegen. Ja, jetzt möchte ich nicht mich im Detail verlieren. Aber ganz konkret ist so, dass es am 3. Dezember 77 bewaffnete Menschen und einige Karmeliten der früheren Observanz in Segovia einbrechen, kann man schon sagen. Und Johannes von Kreuz und andere 2 Mitbrüder, glaube ich, mindestens einen, festnehmen und wegtragen, also wirklich rausholen. Mit der Anklage, ungehorsam zu sein. Das kann man sich auch schwer vorstellen. Sie haben schon jahrelang gearbeitet als Reformierte, ja? Fast 10 Jahre. Und auf einmal gilt, sie wären ungehorsam, sie würden eben den Befehlen des Nuntius besonders nicht
Gut, sie werden verschleppt, kann man wohl sagen, weil niemand dann gewusst hat, wo sie sind. Und dahinter war der Generalvikar, also der Vikar des Ordens, Tostado, der eben voll dagegen war. Er kam dann, aber das wussten die wenigsten, nach Toledo. Und in Toledo wurde er eingesperrt im Kerker des Klosters. Jetzt vielleicht in Klammern. Wieso gibt es einen Kerker in einem Kloster? Ich weiß nicht, ob es Ihnen klar ist. Also wir haben den nicht mehr zumindest. Ich weiß nicht, wie lang das üblich war, dass im Kloster auch Kerkerzellen waren. Davon spricht auch Teresa. Also in Spanien zumindest, aber ich glaube auch in Italien war schon so, dass die politische, nicht ja, sonst die polizeiliche Gewalt, ja, also der Vollzug, ein Teil davon war schon der Kirche überlassen. Also ein Kloster war in einem Inneren ziemlich autonom, ja, beziehungsweise die Regierung in Spanien durch die katholischen Könige haben es nicht nur geduldet, sondern gewünscht auch, dass es innerhalb des Ordens auch eine gewisse Gewalt, also polizeiliche Gewalt herrschte. Das heißt, die Oberen hatten auch das Recht, Leute einzusperren. Und es gab in den Konstitutionen regelrechte Strafen für die und die Vergehen. Ja. Das war eine politische Ordnung. Ja. Aber ein bisschen eine Entlastung für den Staat auch. Der musste sich nicht drum kümmern, um diese Angelegenheiten. Uns kommt es sehr fremd vor, aber damals war es so. Ja, und da gab es kleinere Zellen halt abgelegen, wo man vielleicht ein paar Tage verbringen musste zur Besinnung. Johannes muss 9 Monate dort verbringen, ja, in Toledo. Und man muss schon sagen, unter schlimmen Zuständen. Das ist wirklich unvorstellbar. Also auch für die damalige Zeit recht schwierige Sachen. Also abgesehen davon, dass er nicht zelebrieren durfte, das ist für einen Priester auch schlimm genug, aber überhaupt durfte er keinen Habit wechseln. Er hat, glaube ich, 6,5 Monate lang nur ein Habit angehabt, durfte sich nicht waschen, also sich kaum eine Belüftung in dem Zimmer. Also der Prior von Toledo war ziemlich verbissen gegen ihn. Und ja, da gibt es viele Details, die ich dann auch wieder vergesse. Aber wo 2-mal in der Woche musste er ins Refektorium kommen und hat die Disziplin bekommen. Jeder Mitbruder, also er ist von einem Mitbruder zum anderen gegangen und die haben auf ihn geschlagen. Also die Disziplin gegeben, das war eine Art Gurt, ja, so dass wirklich auch geblutet hat, zur Bekehrung. Ja. Er war der Ungehorsame und warum? Weil 1975 es ein Kapitel gegeben hatte in Piacenza in Italien, wo Stellung genommen wurde gegen die Reform. Das heißt, die Reform wurde für illegal erklärt, kann man so sagen. Und daher jeder, der der Reform anhing, von Teresa praktisch ungehorsam war. Auch der Pater Gracian und andere, also die wurden, wenn nicht eingesperrt, isoliert und sie durften nicht aus dem Kloster raus. Teresa auch durfte praktisch 2 Jahre lang, glaube ich, ich erinnere mich nicht, das Kloster nicht verlassen. Was für eine Karmelitin nicht unüblich ist, aber doch in dem Fall hat es geheißen, du darfst nichts mehr gründen jetzt, du darfst ja auch kein Unfug treiben, ja, so in ihrer Haltung. Gut, mit dieser spannenden Situation, er ist im Kerker, gehen wir Kaffee trinken. Das ist damit, yes. Yeah.